Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Sun. Wir sind hier zuletzt stehen geblieben in diesem Säurerätsel. Ich denke, das solltet ihr noch von letzter Folge kennen. Und wir machen uns direkt mal auf in den nächsten Kampf. Und ich hoffe direkt mal, dass wir auch... Ja, haben wir zum Glück gemacht. Okay, wir haben uns zum Glück so vorbereitet, dass wir nochmal die ganzen Beschwörungen ready haben. Ich hoffe, dass sie danach auch tot sind. Genau, uns fehlt nur noch ein einzelner Djinn. Dann sind wir eigentlich schon mit der ganzen Djinn-Geschichte fertig. Die Schatzinsel sollte, glaube ich, auch nicht mehr so lange dauern. Und dann sollten wir gegen Ende hin auch schon die Story durchhaben. Kann sein, dass ihr schon auf meinem Kanal Beat Hazard gesehen habt oder noch nicht. Oder das erstmal noch kommt, das weiß ich noch nicht. Aber das sollte schon in der Woche, wo dieses Video erscheint oder halt in der nächsten erscheinen. Dann könnt ihr euch das anschauen auf alle Fälle, wenn ihr wollt. Das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass visuelle, also dass Musik visualisiert wird und dass man das dann mehr oder weniger spielen kann, als wirkliches Spiel. Wenn ihr nicht ganz verstanden habt, was ich gerade meine, könnt ihr euch das auf alle Fälle mal anschauen. Finde ich sehr, sehr cooles Spiel. Man muss nur darauf achten, dass man, wenn man Epilepsie hat oder daran leidet, auf alle Fälle informiert ist, weil das Spiel ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, wo man sagen kann, ja, spielt das, wenn ihr Epilepsie habt. Ihr werdet sterben daran wahrscheinlich. Also, die visuellen Effekte sind halt so intensiv und ich kann mir vorstellen, dass ein Epileptiker wirklich große Probleme damit bekommt. So, ich hoffe, ich habe es jetzt hier richtig geschoben. Hier oben brauchen wir nicht mal was, oder? Wir könnten auch eigentlich... Ja, wir können eigentlich so jumpen. So, hier haben wir schon die erste Truhe und ein Elixier, langweilig. Das können wir aber direkt mal weitergeben. An wen geben wir denn das Elixier? Wir haben niemanden mehr großartig für das Elixier. So, dann schaue ich einmal ganz kurz. Wir haben noch Fläschchen, die könnten wir noch weitergeben. Du hast ganz viele Fläschchen. Dann können wir noch die leere Flasche weitergeben. Psy-Kristall, Levitatstein, die Wasserjacke. Was ist damit eigentlich? Können wir die eigentlich irgendwem geben, der davon profitiert? Eigentlich nicht mehr. Doch, hier vorne. Aber wir legen das mal nicht an. Wir legen das mal nicht an, dann können wir das demnächst auch noch verkaufen. Schauen wir hier nochmal rein. Assassinenklinge, die ist halt besser. Okay, akzeptiert. Dann machen wir das einfach so. So, unten ist noch eine Truhe, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir die bekommen. Leute, seht ihr, was ich sehe? Der allerletzte Djinn, den wir uns noch holen müssen. So, nur wie kommen wir jetzt? Okay. Ich glaube, wir müssen oben lang. Und dann kommen wir vielleicht dahin. Ja. Wir müssen das hier runterstupsen wahrscheinlich. Dann können wir runterrutschen und nochmal da lang laufen. Ist ja auf einer Ebene nur darunter. Ah, okay. Das ist sozusagen so wie vorher. So, das bedeutet einmal Frost einsetzen. Yay! Okay. Und dann eigentlich nur noch rüberjumpen, oder? Oder ist das noch mehr? Komm schon, komm schon. Eine Truhe noch. 666, also nochmal eine Zahl höher. Aber... Nein! Er jumpt sogar noch weg. Aber das sollte nicht so schwierig sein. Ich hoffe nur, dass wir nicht gegen ihn kämpfen müssen. Und der uns nochmal entflieht und wir alles neu machen müssen. Ja. Ich glaube, wir müssen das hier auch schieben. Weil wenn wir das schieben, können wir hier runter. Dann auf die Plattform rechts. Und von da aus können wir... Ich glaube, diese Truhe bewegen. Aber da kommen wir von hier aus nicht ran. Kommt man da von... Und, ja. Okay, dann habe ich das auch schon verstanden. Und hier können wir nochmal gucken, wie wir die Truhe erhalten. Kommt man von hier? Ich glaube, wir müssen die Leiter nehmen, dann hier nach unten entlang laufen, dann auf das jumpen und auf das. Und dann kommen wir hier schon an, aber deswegen gibt es hier am Boden auch dieses eingravierte Ding. Aber ich überlege gerade, weil wir würden uns ja selber aussperren, wenn wir das machen, oder nicht? Also wenn wir komplett durchschieben von hier, würden wir uns selber aussperren. Das bedeutet, dass wir von hier ziehen müssen. Okay, gut. Das klappt ja glücklicherweise, weil wir Psy-Energie haben. Das heißt, das macht die Rätsel ein bisschen schöner. Ich gehe nochmal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das reicht so. Ja, Tatsache. Sehr schön. Okay, gut. Dann sollte das funktionieren.
Ich hoffe natürlich, dass da auch noch eine nice Sache drin ist und keine Mimik oder so, die uns irgendwie nervt. Und Lebenswasser. Okay, das geht ja auch noch klar. Das heißt, jeder von uns sollte jetzt Lebenswasser haben. Ja, jeder hat Lebenswasser. Sieht doch gut aus. Okay, dann kümmern wir uns darum, dass ganz rechts nochmal die Truhe gemacht wird. Moment mal. Den Djinn darf ich nicht vergessen. Hallo. So, dann folgen wir ihm direkt mal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Der Djinn ist, glaube ich, am wichtigsten von allen. Okay. Komm schon. So. Oh nein, das ist schon wieder sowas. Okay. Da können wir den wieder erstarren. Haha, und jetzt? Na? Okay, das sollte klappen. Und? Wir müssen nicht fighten. Hell yeah. Oh mein Gott, ist das nice. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie der heißt. Cast. Effekt, wenn im Kampf entfesselt. Angriff mit Gift. Okay, Gift ist nicht schlecht. Also wenn wir Gegner vergiftet bekommen, vielleicht gerade so ein Endgegner. Mir wurde, by the way, auch gesagt, dass der Endgegner hier wesentlich schwieriger sein soll als der letzte Endgegner. Und dass das wirklich ein harter Kampf ist und wir vorbereitet sein sollten. Das bedeutet, Achso, warum laufe ich da überhaupt hoch? Beste Ausrüstung und auf alle Fälle nochmal vorbereiten mit allen Djinns. Das heißt, wir können nicht einfach immer nur Beschwörungen durchspammen, so wird das nichts. Wir müssen Mia auf alle Fälle als Heilerin bereithalten. Und eine Dämonenaxt können wir direkt mal Garrett geben, oder? Garrett ist ja unser Axtmensch. So, die steigert 50, was? Was? Bei Garrett nur 20. Bei Garrett nur 20, okay. Ah, der hat auch diese andere Waffe. Hm. Dann würde ich vorschlagen, wir geben die Juli. Also, die 50 gesteigert ist wesentlich härter. Und wir entfesseln noch Giftwolke. Aber ach so. Das ist verflucht. Ich dachte, diese Giftwolke, so heißt das Spell, das irgendwie Fluch ist oder sonst was. Okay. Dann sind wir jetzt verflucht, aber was bedeutet das? Nicht ablegbar. Okay, ich glaube einfach nur, kann es sein, dass wir einfach nur diese Waffe nicht ablegen können? Also ich hoffe, Reed, dass wir keine negativen Effekte davon tragen im Kampf. Das wäre schrecklich. Also das wäre schrecklich. Wenn wir da in diesem letzten Kampf nochmal das Problem haben, dass wir oh Mann, ich hoffe wirklich nicht, dass wir negative Effekte haben. Aber vielleicht kriegen wir sogar noch einen Raum, wo wir das testen können. Ein Testraum wäre irgendwie halbwegs nützlich. Wir schauen mal. So, es geht nochmal eine Etage tiefer. Ja, okay. Es scheint so, als gäbe es nochmal einen Rätselraum. Erdechse 1 und 2. Und wir haben oh doch, wir haben die gerade gesettet. Okay, das ist sehr, sehr schön. So. Dann ballern wir einmal alles raus, was wir haben. Meteor und hier nochmal irgendwie Thor einsetzen und Boreas. Okay. Und eigentlich, oh, Garrett hätten wir voll heilen sollen. Aber gut, ich denke jetzt nicht, dass sie so stark sind. Das wäre lustig, wenn die jetzt einfach übel starke Gegner sind, aber bezweifle ich. Sollten wir eigentlich wahrscheinlich mit den Beschwörungen schon fertig machen. So, einmal noch Boreas. Hell yeah! Okay. So, und noch einmal, okay. Waren gerade schon vier, ich habe gerade nicht genau aufgepasst. Aber uff. Nee, jetzt der vierte, genau. Ich wollte gerade schon sagen. So, eins hat er noch gefehlt, aber Garrett ist einfach so langsam. Aber die leben noch. Gut, dann wird es wahrscheinlich noch irgendwie ein oder zwei Angriffe sein. Wir können eigentlich das hier alles triggern. Aber wenn die nochmal 2x90 oder so rausdrücken, dann sind alle tot. Das heißt, wir müssten uns sogar voll heilen irgendwie. Haben wir irgendwas zum Vollheilen bei allen? Stellt alle KP wieder her, aber nicht von allen. Ja, bisschen nachteilhaft, was wir hier gemacht haben. Aber wir machen mal Ostara. Dann setzen wir hier mal, wir haben auch nur Lebenswasser dabei, uff. Dann setzen wir hier mal irgendwie Tiamat ein. So. Also es könnte close werden, wenn wir Pech haben. So, hier stellen wir 500 KP wieder her. Hm. Auch nicht so ganz das Wahre, oder? Schlaf, Haltegriff.
Wir können die halt in den Schlaf versetzen. Beide so. Oh mein Gott, das versetzt beide in den Schlaf. Das ist ja wesentlich besser. So, hier haben wir auch Schlafbombe. Lullt Gegner in den Schlaf, aber nur einen einzelnen. Okay. Das bedeutet, wir machen mal tiefes Gebet für Juli, dass er wenigstens im Notfall heilen könnte. Okay, gucken wir mal. Ostara, tötet die vielleicht schon? Schauen wir mal. Ja, Tatsache. Tatsache, okay. Gut, aber ich habe gemerkt, auf alle Fälle, wir sollten das noch ein bisschen überdenken, was wir hier machen. Also gerade bei den Zweien war es heavy. Die hätten uns einfach töten können. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir behalten hier immer... Ups, so. Wir behalten hier immer 4 aktiv. So, aber welche 4 das sind, das entscheiden wir gleich nochmal. So, wir können eigentlich auch alle aktiv behalten. Also wenn wir gerade so Effekte wie in den Schlaf lullen und sowas haben. Ah, hier müssen wir sogar das Hochheben machen. Okay. Kann ich die schieben, wie ich möchte? Anscheinend, okay. Na, wohin damit? Das schauen wir uns gleich am besten mal an. So, hier können wir einmal runter. Auch nichts Besonderes. Ah, ich habe Angst. Diese Rätsel sind komisch. Okay, ich habe jetzt schon das Rätsel gelöst. Wow, okay, die sind doch gar nicht so komisch. Wir müssen einfach nur das hier ein bisschen verschieben. Oder es gäbe noch einen Weg. Ha, schauen wir mal. Als allererstes heben wir das mal hoch. Okay, das bedeutet nicht Jin. So, und hier einigen wir uns mal ganz kurz. Also, Lullt-Gegner in den Schlaf wollen wir haben. Stellt KP von allen wieder her. Belebt und heilt Statuseffekte von allen, würde ich mal sagen. So, dann wollen wir hier den Lastenheber nutzen. Und eins nach oben schieben. Ich hoffe, dass wir das irgendwie von da wieder wegbekommen. Für den Fall, dass wir das doch noch irgendwo brauchen. Um zum Beispiel links an die Truhe ranzukommen oder sowas. Wäre doof, wenn es nicht geht. Aber... ein Glücksmedaillon, hell yeah. Ich dachte, irgendwas Besseres. Das können wir ja weitergeben. Okay. Dann hier vorne gibt es nichts mehr, anscheinend. Anscheinend. Und hier können wir rüberjumpen. So, dann brauchen wir hier vorne nochmal das... Och, nee, das kann doch nicht sein. Das heißt, wir müssen nochmal re-entern. Oder wir haben irgendeine Möglichkeit, das wieder zurückzuziehen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir re-entern. Das geht einfach wesentlich schneller. So. Dann sollte sich das hoffentlich resettet haben. Wenn nicht, weiß ich auch nicht. Und? Ja, sieht mir nach einem Reset aus. Sehr, sehr schön. Okay. Das bedeutet... Moment mal. Wenn wir das Überlastenheber da drauf heben, dann können wir trotzdem nichts damit anfangen, oder? Uff, das verwirrt mich gerade. Wie machen wir das denn? Also, hier rechts, diesen Weg können wir nicht lang laufen. Aber wir müssen eine Etage nur höher kommen. Ja. Gute Frage, ne? Gute Frage. Achso, doch, wir kommen sogar auf die Etage drauf. Das heißt, ich habe die Leiter da gerade nicht gesehen gehabt. Ich war einfach komplett blind. Aber, wenn wir das hier mit Lastenheber hochziehen. Hallo? Lass den Heber. So. Dann können wir das hier ein bisschen durch die Gegend schieben. So. Einmal nach oben. Und dann könnten wir optimalerweise noch, falls es klappt, ja, also weiß nicht, ob es klappt, dass wir von hier das wieder runterziehen können. Dann brauchen wir uns gar nicht die Sorgen machen, weil sonst müssen wir halt nochmal zurücklaufen. Aber... ein Psi-Kristall, hell yeah, davon haben wir auch nicht genug. Okay, also, das wollen wir irgendwie... ja, nach unten heben wäre irgendwie doof. Okay, das bedeutet wahrscheinlich, muss ich echt zurücklaufen. Ach nein! Okay, und dann müssen wir nur noch einen kleinen Weg schaffen. Das ist easy peasy. Ups, schon wieder der falsche Weg. Schon wieder der falsche Weg, das kann doch nicht sein. Also, falls es doch irgendeine Möglichkeit gab, das zu machen mit dem Lastenheber, könnt ihr das einmal in die Kommentare schreiben. Also, mich würde das really interessieren, ob man zurückgehen muss oder ob ich irgendwas falsch verstanden habe. Aber mein nächster Ansatz wäre jetzt eine Ebene tiefer. Das heißt, wir stellen hier vorne einfach den Block hin und können dann einfach nach unten jumpen zu der Truhe. So, falls das nicht doch zu viele Blöcke Abstand sind.
Aber so sollte das doch bestimmt passen. Okay. Falls nicht, heben wir das nochmal irgendwie auf die Ebene und machen hier nochmal den Weg zwischen den beiden. So. Das wird wahrscheinlich nicht mal klappen, den Weg zwischen den beiden zu machen. Ah. Das ist zu weit entfernt. Okay. Dann nicht. Dann ziehen wir das über Lastenheber einmal da drauf. So. Ach so, weil hier unten noch... Das ist ein... Das sind zwei Teils insgesamt. Okay. Dann wäre hier der Ansatz, das da drauf zu ziehen. Das bedeutet, wenn wir das von hier runterfallen lassen, dann ist es immer noch nicht davor. Sobald wir es aber davor machen, können wir nicht mehr die Leiter hochlaufen. Was wäre denn dann der richtige Weg? Von hier rüber zu jumpen, oder? Das geht dann aber nicht, weil uns fehlt dieser Block hier. Oder kann man hier einfach... Nee, kann man nicht. Kann man nicht. Ha. Ah, hier kann man auch noch. Okay, das ändert nochmal unsere Perspektiven ein wenig. Das ändert nochmal unsere Perspektive ein wenig. So, aber was genau ich damit jetzt bewirken kann, weiß ich auch nicht. Also irgendwie auch nichts großartig mehr, oder? Also, für welchen Case sollte ich denn hier rüberspringen? Für welchen Case sollte ich hier rüberjumpen? Für gar keinen eigentlich. Ha. Hier können wir noch rüberjumpen. Aber nur, um das Rätsel zu lösen. Können wir mit Lastenheber über Distanz? Ich glaube nicht, weil wir können immer nur eins schieben. Und den Lastenheber brauchen wir, um hier unten weiterzukommen. Das bedeutet, diese Truhe können wir nur hier rüber bekommen. Oder halt hier rüber. Das sind die einzigen zwei Wege, die wir haben. Das heißt, mein Ansatz wäre jetzt irgendwie hier drauf zu kommen. Kommen wir hier drauf? Sieht mir nicht danach aus, oder? Das sieht mir nicht danach aus. Ha. Weil wir können zwar hier vorne, also hier einen Block weiter rechts, können wir dieses Ding platzieren, dann kommen wir auf die andere Seite, dann können wir einmal drum rumlaufen, um an die Truhe zu kommen, oder eine Etage tiefer, aber wir kommen, also zwei Etagen tiefer, aber wir kommen nicht eine Etage tiefer, ha, genau. Das heißt, hierüber lässt sich das nicht so wirklich lösen. Schau nochmal ganz kurz, ob Enthüllung vielleicht irgendwo was bringt, ob irgendwo ein versteckter Block oder sowas ist. Auch nicht so ganz, okay. Also wäre der einzige Weg, das hier zu machen. Ich probiere es einfach mal aus, also irgendwie wird es schon klappen. Ich weiß zwar immer noch nicht so ganz wie, aber wir schauen mal. So, einmal Lastenheber und eins nach oben. So, sehr schön. Nur wie move ich das vernünftig? Wie move ich das vernünftig? Ach so, warum mache ich Lastenheber, wenn ich normal ziehen kann? Egal. So, wir wollen nämlich über verschiebbar. Das geht nämlich ein bisschen schneller als diese ganze Lastenheber-Animation. Dann können wir doch bestimmt hier irgendwie nach links durchschieben. Dann haben wir es schon mal auf der anderen Seite. Und wir können es auch, wenn wir wollen, wieder zurück auf die Seite machen. So. Aber wir können nicht hiermit halt weiter. Das ist halt das, was ich meine. Also, sobald wir hier zuziehen, haben wir uns auch selber den Weg versperrt, wieder da hochzukommen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, das ist verständlich, gerade meine Gedankengänge. Bedeutet. Ich frag mich halt die ganze Zeit, wofür dieser Weg hier da ist. Der wird halt noch für irgendwas da sein. Aber für was? Also wir können von der Seite alles auf der anderen Seite verschieben. Wie man hier sehen kann. Wir können auch Sachen von hier verschieben. Oder von hier. Oder hier. Aber was wollen wir verschieben und wofür? Ach Mann. Das Rätsel zerstört gerade mein Gehirn ein wenig. Ich überlege. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Es kann doch nicht sein, dass wir hier gar nicht weiterkommen. So, wir schieben einmal nochmal zur Seite. Und wir können hier nicht irgendwie runterdroppen oder so. Das geht ja auch nicht. Können wir von hier oben irgendeine Fähigkeit anwenden? Eigentlich nicht, weil das nimmt immer nur vor mir die Objekte. Gut. Hier kann ich auch nichts machen.
Ich könnte... Moment mal, ich könnte von hier... Moment mal, Moment mal. Also, ich gehe nur einen Weg nochmal ganz kurz logisch durch. Also, ich könnte von hier einmal vor die Leiter springen und danach nicht mehr hierhin. Okay, Leute, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir das Rätsel erstmal lösen. Haut rein und bis demnächst. Ciao!